Ich darf das schon auch sagen, ich war in einem anderen Coaching, das auch auf Facebook-Gruppe aufbaut, also als Marketingstrategie. Und habe da schon was gelernt, aber richtig verstanden habe ich Facebook da nicht. So, und dann wuchs meine Gruppe bis auf knapp 70 Teilnehmerinnen. Und ich hatte aber so diesen, was ihr oft habt als Startpunkt bei euren Kundinnen, so diesen Alleinunterhalterinnen-Status. Das heißt, ich habe schön immer Inhalte reingegeben, immer schön, ja, also alles von mir reingegeben, was ich irgendwie konnte. Und das Echo war fast null. Ja, also es fühlte sich ganz fürchterlich an für mich, weil ich immer dachte, ja, das interessiert ja keinen Menschen, was ich da tue. Aber es ist so So. wertvoll, gell? Ja, es ist an sich so wertvoll, aber es war halt in einer Art und Weise, wie ich dann schnell bei euch lernte, einfach nicht in der Verpackung, sage ich mal, oder in der Dosierung, wie es funktioniert. Genau. Ja, und so dümpelte ich ein bisschen hin und her und dann nach guten 3 Monaten bin ich auf euch gestoßen und habe gesagt, hier, nach einem Freebie oder zwei, habe ich gesagt, okay, die wissen, was Sache ist in Facebook und das will ich auch wissen, wie das geht. Und dann hast du gesagt, alles klar, das gucke ich mir genauer an. Du bist bei uns an Bord gehüpft. Genau, das war ziemlich schnell die Entscheidung, weil ich einfach gesagt habe, ja, die wissen, ihr wisst, um was es, also wo die Stolpersteine liegen, wo es anstrengend wird und was ich dagegen tun kann, weil das Wachstum war für mich auch ein No-Go, weil ich ja wusste, wir haben es jetzt gerade gesprochen, ich wusste, in einem Jahr muss das Ding echt laufen. Ja. Und da kann ich nicht in dem Tempo weitermachen wie bisher. Das geht Ja. einfach nicht. Willkommen, liebe Katrin. Ja, schön, dass du da bist. Wir starten gleich rein. Und zwar würde ich so gerne von dir erfahren, wie du bei uns ja, ins Goldgruppenprogramm gestartet bist, was so deine Ausgangssituation war. Und viel krasser oder mehr interessiert mich noch, was genau machst du? Was ist deine Expertise? Ja, kann ich vielleicht von hinten quasi anfangen? Na Also klar. mein, ja, meine Expertise sind feinfühlige Frauen, wie ich auch selber eine bin und es lange nicht wusste. Und zwar solche, die einfach noch nicht in ihrer Kraft sind und es noch nicht schaffen, in ihre Selbstliebe zu leben und auch natürlich ihre Träume zu verwirklichen. Weil sie einfach noch im Alltag so sehr strugglen mit ja, allem Möglichen. Reizüberflutung zum Beispiel ist so ein Thema. Ist riesengroß. Ja. Und deine Frauen wissen auch, dass sie das Thema haben, also hochsensibel sind, oder stoßen die da so nach und nach drauf? Die wissen das schon und wissen allerdings noch nicht, haben noch diese Alltagsstrategie noch nicht. Das ist das eine, was fehlt, also was sie lernen können. Und das andere ist ganz wichtig, so diese ganzen, sage ich mal, biografischen Prägungen, die wir einfach abbekommen haben, weil wir einfach ein bisschen anders ticken als 80% der Menschheit. Wir brauchen ein bisschen was anderes und das, ja, wussten uns unsere Eltern nicht, unsere Lehrer nicht. Und von daher haben wir solche Sätze ja integriert wie, ja, ich muss mich mehr anstrengen, ich bin nicht gut genug, ich muss härter sein zu mir selber. Und das ist natürlich ein ganz schöner Hemmschuh, wenn wir das bis ins Erwachsenenalter reintragen. Genau. Und Was darum geht es. meinst du damit, dass ihr so ein bisschen anders seid? Ja, es ist einfach so, dass wir alle Reize, egal ob jetzt visuell oder auditiv, wir können das quasi nicht filtern, sondern wir nehmen einfach alles auf. Das heißt, unser ja, Kontingent, was wir verarbeiten können, ist in schnellerer Zeit gefüllt. Also, weil wir einfach sehr viel mehr aufnehmen und sehr viel tiefer verarbeiten, brauchen wir schneller mal einen Break, damit wir auch wieder richtig gut da sein können. Für uns und für andere. Ja. Das heißt, wenn ihr überreizt seid, dann seid ihr schneller erschöpft oder gereizter oder was ist dann so die Auswirkung davon? Ist das unterschiedlich wahrscheinlich von Mensch zu Mensch, oder? Ja, im Endeffekt ist die Lösung, dass man halt wieder für Ruhe sorgt, ne? Also wir brauchen es einfach ein bisschen schneller oder halt andere, das finde ich auch eine gute Lösung, eine andere Umgebung. Weil wenn wir jetzt im Großraumbüro arbeiten, ist das für uns natürlich noch viel krasser als für alle anderen. Und wenn wir einfach die Lösung haben, indem wir sagen, wir haben ein ruhiges Eck für uns und können da sehr gut arbeiten, dann sind wir einfach, ja. Richtig gut, weil wir sehr, sehr detailliert arbeiten auch. Genau, also es geht auch so ein Stück darum zu erkennen,
was brauche ich eigentlich und wie stehe ich dann auch dafür ein, dass ich das bekomme, dass es mir gut geht. Ja, also Wow. eben das Raumbüro, sondern eben. Deswegen sitzt du in dieser tollen Kulisse. Das ist dein Großraumbüro. Habe ich jetzt total Glück, ja. Genau, das ist mein Großraumbüro. Also Natur ist auch oft ein guter Ort, um einfach sich wieder bei sich zu finden und die Akkus aufzuladen. Genau. Okay, das heißt, da nimmst du die Frauen an die Hand und hast dazu auch eine eigene Facebook-Gruppe. Magst du den Namen mal nennen von deiner Facebook-Gruppe? Als feinfühlige Frau raus aus der Anpassung, weil das machen wir unser Leben lang, dass wir uns anpassen und das passt für uns halt oft einfach nicht. Und dafür rein in die Selbstliebe, das heißt wirklich liebevoll für uns da zu sein, für das einzustehen, was wir brauchen, Grenzen zu setzen und rein ins Traumleben. Also das Kreieren von dem, was wir wirklich haben wollen. Was Ja. euch gut tut. Was uns gut tut und was wir haben wollen. Ja. Ja, toll. Wenn man ist dann doch so selbstmächtig, wenn man weiß, welche Stellschrauben man stellen kann. Ja, Voll toll. Und absolut. das heißt, in deiner Gruppe, oder ja, da tummeln sich die ganzen Mädels, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen dürfen. Und ja, diese Gruppe ist der Kern von deinem Business, richtig? Richtig, so ist es. Mit der bin ich Erzähl auch. mal, das war ja so das Ding, warum du auch zu uns gekommen bist. Ne? Da hat dir ja noch, haben dir noch Antworten auf viele Fragen gefehlt, warum du diese Gruppe vorher noch nicht so ans Laufen gekriegt hast, oder? Magst du Ja, ein total bisschen viele. mitnehmen auf deine Reise? Ja, kann ich sagen. Also ich bin Mitte Juni gestartet mit der Gruppe oder sagen wir mal Anfang Juli, da wusste ich so ein bisschen schon und habe mir natürlich selber vieles zusammengereimt. Ich darf das schon auch sagen, ich war in einem anderen Coaching, das auch auf Facebook-Gruppe aufbaut, also als Marketingstrategie. Und habe da schon was gelernt, aber richtig verstanden habe ich Facebook da nicht. So, und dann wuchs meine Gruppe bis auf knapp 70 Teilnehmerinnen. Und ich hatte aber so diesen, was ihr oft habt als Startpunkt bei euren Kundinnen, so diesen Alleinunterhalterinnen-Status. Das heißt, ich habe schön immer Inhalte reingegeben, immer schön, ja, also alles von mir reingegeben, was ich irgendwie konnte. Und das Echo war fast null. Ja, also es fühlte sich ganz fürchterlich an für mich, weil ich immer dachte, ja, das interessiert ja keinen Menschen, was ich da tue. Aber es ist So. so wertvoll, gell? Ja, es ist an sich so wertvoll, aber es war halt in einer Art und Weise, wie ich dann schnell bei euch lernte, einfach nicht in der Verpackung, sage ich mal, oder in der Dosierung, wie es funktioniert. Genau. Ja, und so dümpelte ich ein bisschen hin und her und dann nach guten 3 Monaten bin ich auf euch gestoßen und habe gesagt, hier, nach einem Freebie oder zwei, habe ich gesagt, okay, die wissen, was Sache ist in Facebook und das will ich auch wissen, wie das geht. Und dann hast du gesagt, alles klar, das gucke ich mir genauer an. Du bist bei uns an Bord gehüpft. Genau, das war ziemlich schnell die Entscheidung, weil ich einfach gesagt habe, ja, die wissen, ihr wisst, um was es, also wo die Stolpersteine liegen, wo es anstrengend wird und was ich dagegen tun kann, weil das Wachstum war für mich auch ein No-Go, weil ich ja wusste, wir haben es jetzt gerade gesprochen, ich wusste, in einem Jahr muss das Ding echt laufen. Ja. Und da kann ich nicht in dem Tempo weitermachen wie bisher. Das geht Ja. einfach nicht. Das heißt, ich weiß, deine Zielgruppe ist nicht so einfach in Bezug auf, dass die natürlich auch erstmal so ein bisschen so zurückhaltender sind. Du hast es aber hingekriegt, in deiner Gruppe ja jetzt die Menschen doch an die Hand zu nehmen, dass sie sich trauen, zu reden, zu sprechen, zu liken, zu kommentieren, was auch immer, oder? Ja, also ich bin da jetzt auch noch nicht die Super-Expertin, wie ich quasi meine Zielgruppe mit der Entfischt. Strategie zusammenbringe, weil ich natürlich da auch ein bisschen, ja, das dauert einfach ein bisschen Tests, ja, lasse ich da immer wieder laufen. Manche Sachen funktionieren auf Anhieb super und werde ich zu Hause beibehalten und manches darf ich einfach noch adaptieren, das ist auch okay, genau. Aber also die ist mehr als doppelt so groß mittlerweile, die Gruppe. Ja. Und Ich bist du habe noch der Alleinunterhalter oder fangen die an und Nee, es gibt jetzt richtig cool Diskussionen mittlerweile schon. Also unter den Teilnehmerinnen, was auch wertvoll ist, finde ich, gerade bei dem Thema.
Also wir sind noch nicht bei der Tiefe der Diskussion angelangt, die ich mir vorstellen könnte, aber das darf noch kommen. Aber immerhin gibt es Austausch und Frauen zeigen sich, ja, auch zum Teil schon in ihrer Größe, zum Teil auch schon ein bisschen in ihrer Verletzlichkeit. Und das ist genauso das Wichtige, weil ohne diese Offenheit kann es natürlich auch sich nicht ändern. Ja? Also wenn wir Nein, natürlich nicht, ja. so verschlossen bleiben und nur in unserem kleinen Dümpeln, dann kommt keine weiter von denen. Und das ist so wertvoll, wenn ich dann merke, ah, hier kommt schon der erste Türöffner. Ja, hier zeigt sich mal ein bisschen was aus dem Leben. Das ist ganz, ganz wunderschön. Ja. Und da ist ja auch der große Vorteil, dass du eine private Gruppe hast, ne? Dass die in sich geschlossen ist, dass die Menschen, die das jetzt auch schauen, die Lust haben, zu dir rüber zu hüpfen und aber auch die schon da sind, dass die wissen, alles, was in der Gruppe passiert, das hat seinen ja, sicheren Hafen. Das ist Ja. cool. Ja, wenn du das dann hinkriegst, dass die auch anfangen zu sprechen, sich wohlfühlen, da immer gerne wieder hingehen, ja, bringt dein ganzes Business natürlich on top nach vorne. Und Ja. eine Challenge laufen gehabt. Wie ist die gelaufen? Da Ja, sind super. wir jetzt gekommen und haben mitgemacht, habe ich gesehen. Ja, also ich, das Cool. ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich war da echt erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Also es war natürlich super aufregend für mich, weil ich das auch noch nie gemacht habe, in der Häufigkeit quasi live zu gehen Ja. und aufzufordern, sich zu zeigen. Aber es war richtig cool. Also natürlich hatte ich auch ein bisschen Support. Ja, das war auch wichtig. Ja, jetzt nicht nur tatsächlich meine Zielgruppe mit dabei zu haben, sondern auch ein paar Frauen, die wie ich losgehen an der Seite. Das war super wichtig und wertvoll und dadurch haben sich ganz viele getraut, dabei zu sein. Ja, das braucht manchmal so, ich stelle mir das immer vor wie ein Schneeball, wenn der ins Rollen kommt und dann ja, ein bisschen mehr Schnee dran, noch mehr und auf einmal geht die ganze Lawine los. Manchmal braucht es echt so zwei, drei, dass die anderen auch sagen, alles klar, das traue ich mich jetzt auch. Ne? Toll, toll, wie du das hinkriegst. Finde ich richtig gut. Und hast du jetzt noch das Gefühl, du bist der Alleinunterhalter? Hattest du gerade gesagt, nein. Und wie fühlt sich das generell an, in deiner Gruppe jetzt zu sein? Also gehst du gerne in deine Gruppe? Macht dir das Spaß oder quälst du dich in deinen Space? Na, ich höre mich gar nicht. Schön, das ist echt total schön. Und ich muss sagen, auch so der, so dieses, diese täglichen Gedanken daran, ach ja, ich muss was für die Gruppe tun. Ne? Das ist interessant, die Sprache auch anzugucken. Ja. War vorher für mich wirklich ein Muss, weil ich wusste, ah, jetzt ist wieder heute das dran und ich muss wieder so einen ewig langen Post schreiben. Und Nein, bei uns nicht. Thema, wie beleuchte ich das jetzt von der Seite, damit es genau in den Contentplan passt? Das ist ganz, ganz fürchterlich für mich irgendwann, nach 3 Monaten fürchterlich. Und jetzt ist eher so, dass ich das Gefühl habe, ich kann ja jetzt wählen. Ich habe so viele Ideen an der Hand durch euch, habe selber schon so viel auch erstellt, aber ich weiß, das kann ich auch wieder in abgewandelter Form nochmal verwenden und wähle da jetzt irgendwie so aus. So Du hast und praktisch eine große Bibliothek jetzt. große Bibliothek und es darf auch spontan was sein. Und wenn ich weiß, ich habe so und so viele Posts pro Tag, die ich am besten mache, dann ist auch okay, ich habe mal einen Post, der gar nicht läuft. Ja, der Ja. verschwindet wieder, ist in Ordnung. Ja, und ich darf da auch ausprobieren. Genau, das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass man das auch annimmt, ne? Dass nicht immer alles on point funktionieren muss. Aber je leichter die Strategien sind, desto leichter man sie irgendwie auch rausschießen kann. Ich finde, desto weniger die Hemmschwelle da ist, auch einfach mal zu testen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn du dich jetzt erstmal 3 Stunden in der Kammer einschließen musst, damit du einen ganz, ganz tollen Text schreibst, was ja schön ist und für sich alles fein, aber dann funktioniert es nicht. Dann ist es ja viel schlimmer, als wenn du eben eine Idee hast oder etwas aufgegriffen hast und das mal eben in die Gruppe haust und entweder klappt es oder es klappt eben nicht. Die meisten klappen. Wir haben natürlich da Ideen dahinter, warum und wieso. Aber dann geht so die Schwere weg. Ne? Das ist auch das, wovon damals Julia und ich weg wollten. Ne? Wir wollten auch nicht mehr dieses ganz Schwere dabei haben. Und vor allen Dingen sollte es ja auch so sein, dass es in den Alltag integrierbar ist. Weil du kannst dich nicht jeden Tag 3 Stunden einschließen. Wie soll das funktionieren? Nee, das Nee. geht auf gar keinen Fall. Und das nimmt eben auch, wie du sagst, die Leichtigkeit weg, Ja, ne? Das kann auch man die mal Freude, machen. ne? Und
Aber es ist auch die Frage immer, wer liest es, ne? Also ich Aber sehe bei Kolleginnen und Kollegen, die durchaus so lange Texte verfassen, wo ich am Anfang noch mitlese und dann mir denke, oh ja, okay, es ist einfach viel zu lang. Ich kann jetzt nicht diesen Text lesen. Also natürlich könnte ich. Aber es ist auch immer die Frage, kommt das wirklich so an, wie wir das uns wünschen? In meisten Fällen nicht. genau, nicht in den meisten Fällen und vor allen Dingen sind die Menschen einfach zu unterschiedlich. Es ist nicht jeder der Lesetyp. Ich bin da zum Beispiel gar nicht. Ne? Ich möchte auch mal sofort entscheiden und ich möchte auch sofort kaufen, wenn ich irgendwas cool finde. Ich muss nicht lange überlegen und lesen. Dann gibt es aber die Menschen, die brauchen das. Die sind textlastiger. Ich bin Video- und Hörlastiger. Also ich lerne ganz viel über Hören und Videos, Anleitungen angucken, so, ne? Aber da ist eben jeder Mensch anders. Und wenn man aber eben nur die Strategie fährt, die für diesen einen Menschentypen passt, ja, dann lässt man ganz viele andere auf der Strecke und das ist schade. Ja. Ja, Voll toll. total. Das heißt, jetzt ist dein nächster Schritt, dass du die Gruppe richtig nach oben fährst mit all den Strategien. Ja, also die ist schon richtig gut am Laufen. Ich habe eher so das Gefühl, dass gerade Was ist da die. Wind im Hintergrund, oder? Was ist das, ein Helikopter? Ja, da fliegt tatsächlich gerade ein Helikopter los. Hört ihr das? Verrückt. Vielleicht muss ich mich drehen. Nein, nein, Muss man. alles fein. Wir hören dich. Wir hören dich raus. Okay. Also ich habe so das Gefühl, die ist so gut aufgewärmt, dass ich jetzt dringend, 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 und das ist mein nächster Step, endlich ein Mini-Produkt rausbringe, weil ich das Gefühl habe, da springen ganz viele los und sagen, ja, probiere ich das mal. Und genau, da fehlen noch ein, zwei Kleinigkeiten und dann kann das an den Start gehen. Dann nimm uns unbedingt mit, sobald es an den Start geht, sag uns Bescheid. Dann können wir das auch in unserer Gruppe verteilen, posten, wie auch immer. Finde ich Ja. richtig gut, was du machst. Ja, das ist auch total wichtig. Also es ist unglaublich, finde ich, immer wieder zu lesen von ja, Freundinnen, dass die super alt werden mussten sozusagen und dass es ja diese Forschung seit den 90er Jahren gibt über Hochsensibilität und immer das noch nicht bei den Therapeuten, Beratern, bei Lehrern angekommen ist und dann immer noch so viele von uns in Burnout oder Depression rutschen oder einkategorisiert werden, obwohl alles in Ordnung ist. Wir sind völlig in Ordnung, nur ein bisschen anders. Und klar sind wir prädestiniert, wenn wir uns anpassen, genau in diese Schiene reinzurutschen. Aber das muss eben überhaupt gar nicht sein. Ja. Ja, aber das ist ja, da können wir ein großes Fass aufmachen, weil was ist schon normal und was ist nicht normal, ne? Das ist so, das ist das gleiche auch mit dem Schulsystem, da werden auch alle irgendwie auf einen Nenner versucht, also man versucht die alle auf einen Nenner zu pressen, was gar nicht möglich ist. Wir sind alle so unterschiedlich vom Typ. So Ja. ist es. Mensch. So, und dann erzähl noch kurz, du schwenk darüber, wie hat dir die Betreuung bei uns gefallen? Was fandst du daran ganz cool? Also, ich muss sagen, also richtig, richtig schön ist einfach, dass wir jetzt wieder zusammensitzen. Also ich hatte immer das Gefühl, ihr seid mit an Bord bei jeder, also bei mir auch, und fiebert quasi mit. Und das, ja, also im gesehen hat man das irgendwie auch, wenn ich eine Frage hatte, ja, und in die Gruppe reingestellt habe. Ich habe sofort Antwort bekommen, also spätestens nach einem halben Tag. Und ja, einmal war es nicht so und dann wusste ich, oh, ist technisch was schiefgelaufen, kam meine Frage irgendwie nicht an. Ja, also das war super spitze, weil das konnte ich sofort quasi weiterarbeiten, genau an dem Punkt, wo ich, weiß ich nicht, wusste, rechts oder links abbiegen oder was muss ich überhaupt machen, wusste ich spätestens einen halben Tag später Bescheid, wo es lang geht. Und ja, einfach so dieses gemeinsame Unterwegssein mit der Gesamtgruppe, aber natürlich mit euch vorne dran, das war einfach total schön und wirklich so fluffig, muss ich sagen. Luffig, das Fluffig. finde ich gut. Fluffig, wie ich es auch so mir vorgestellt hatte, ja, nach dem, was ich in eurer offenen Gruppe gesehen hatte, also in der Coaching-Business für Frauen. Genau. Für den Genau. Business. Ja, genau, du dürftest den Titel sagen, weil ich weiß ihn aber nicht genau. Alles gut. Genau so ist es dann auch tatsächlich im Programm. Und das ist einfach total schön. Ja. Freut mich sehr zu hören. Ja, ich finde halt, ne, du kannst noch so viele Anleitungen an die Hand bekommen, wenn du aber nicht in die Umsetzung kommst, dann ja, ist das alles, ich sag mal, Käse. Und da legen wir großen Wert drauf, dass ihr Bock habt, umzusetzen, auch wenn es mal vielleicht nicht klappt, aber auf der anderen Seite, wenn es klappt, dass dann auch miteinander irgendwie, ja,
zu feiern und Hand in Hand weiterzugehen. Und deswegen versuchen wir so nah an euch dran zu bleiben, weil sonst bringt das ja alles nicht. Das wär Quatsch. Ja, und das Also. merkt man, dass ihr das machen, dass ihr das aus tiefstem Herzen wollt. Das Ja. merkt man absolut. Ja. Und das Ja. ist absolut. Dann bin ich gespannt, wie deine Reise weitergeht. Sobald dein Kurs online ist, werden wir den natürlich auch mitverteilen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich schicke dir liebste Grüße rüber auf die Kanaren. Ich wünschte, ich würde auch in so einem tollen Set sitzen. Und bin ganz gespannt, wie deine Reise weitergeht, wie du die Frauen noch weiter in die Hand nimmst, dass sie tolle Strategien für ihren Alltag finden. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Vielen Dank an dich, an euch beide. Danke, ja, ich rieche aus der Julia aus. Tschüss, meine Liebe.